Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Skyward Swords. Ja, wir haben gerade die Seekarte in der letzten Folge geholt und bringen sie jetzt diesem netten Captain. Du hast die Seekarte gefunden. Gut gemacht. Jetzt macht die Seefahrt erst richtig Spaß. Lass uns beim Schiff suchen, ja? Sollen wir ablegen? Auf geht's. Brechen wir auf. Bzzzt. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Hä? Oh! Die Lage der Werft ist mit X markiert. Okay, das heißt, wir nehmen hier unseren Marker weg und packen den einfach mal hier hin, würde ich sagen. Oh, alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch meines wurde dort gebaut. Ich bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf den Aufenthaltsort meines Schiffes finden kannst. Auf geht's! Ja, dann, let's go, oder? So. Ja, was kann ich sagen, Leute? Ich bin immer noch ein bisschen krank. Es wird aber besser werden. Was ist hier denn los? Au. Hä? Wir haben es nicht mal berührt. What the heck? So, können wir bitte kurz auf die Map gucken? Das ist nicht mal auf der Map eingezeichnet. Hallo? Das ist ganz schön assi. Was ist denn hier los? Durch welches Steinmeer fahren wir denn hier gerade? Na gut. Ja, also ich bin immer noch krank. Meine Stimme ist ein bisschen broken. Und meine Nase immer noch zu. Und mein Hals tut ganz schön weh. Denn ich muss. Was zur Hölle bist du? Achso, du bist ein Wasservieh. Denn ich muss einfach sagen, ich. Ja. Musste in der Arbeit doch immer recht viel und laut schreien. Und dann war meine Stimme natürlich, weil ich ja schon ein bisschen krank bin, instant noch viel, viel mehr angeschlagen, als sie es eigentlich schon war. Ja, das war nicht sehr förderlich. Also arbeiten zu gehen war nur so, naja, eine Premium-Idee. Aber ist okay. Ich habe es ja nur gut gemeint. Also ich war natürlich auch arbeiten schon die ganze Zeit Werft. Ja, und ja, das hat, also mir geht's zwar recht gut mittlerweile, aber ja, das viele Schreien und laut reden war dann halt nur so mittelförderlich für meinen Hals. Aber es ist zum Glück kein Corona, also ich bin nur ganz normal, standardmäßig langweilig krank. Wir sind da. Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befindet sich sowohl die Werft als auch die Behausungen der Werftarbeiter. Dieses Gebäude ist die Werft. Aber der Eingang ist verschlossen. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. Joa. Dort ist der Lorenbahnhof. Geh dort einmal hin und sieh dich um. Ich warte hier auf dich. Ja gut, dann gucken wir uns doch einfach mal um. Eine kleine Runde speichern. Das schadet nie. Und dann geht's los. Ja, was kann ich so nebenbei ein bisschen berichten? Hier haben wir wieder unseren Hinterausgang, wenn wir fertig sind. Mir macht die Arbeit gerade sehr viel Spaß, auch wenn ich krank bin, aber es macht trotzdem unheimlich viel Spaß. Ja, und was kann man noch sagen? Also, es ist echt cool. Ich freue mich total. Ich freue mich eigentlich jeden Tag, oha, arbeiten zu gehen.
Wieso kann ich nicht attackieren, Leute? Also ich verstehe schon, dass die ein Schild benutzen, aber... Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Aua. Jo, das hat richtig gut geklappt. Okay, wir haben Schaden genommen. Unser Schild hat vor allen Dingen... Oh, wir haben den Loot nicht eingesammelt. Komm. Attackier uns doch. Komm jetzt. Gut. Ja, also die Arbeit macht sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal auf Arbeit zu gehen und... Ja, deshalb gehe ich auch jetzt, obwohl ich so ein bisschen krank bin, gerne hin zum Zentrum, okay? Aber... Oh Gott, was macht hier denn ein Gerone? Alter Schwede. Ja. Ich bin gerade verwirrt. Tritt an die Lore heran und drücke A, um hineinzusteigen. Balanciere die Lore in Kurven aus, indem du deinen Körper bewegst. Bremse, wenn du zu schnell bist, indem du B drückst. Springe nach oben, um Hindernisse zu überwinden. Was? Das ist mein Platz. Geh runter, aber sofort. Warte. Jetzt. Okay. Dieser Ort war einst eine Art Bahnhof für Loren. Die Loren sind noch gut in Schuss. Kletter hinein und fahre über die Insel. An der Wand dort drüben wird erklärt, wie du Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, dies ist nicht ganz ungefährlich. Lies dir die Anleitung sorgfältig durch. Ja? Was B, bremsen und mit dem Körper steuern? Ach du Scheiße, ey. Bah, da wird mir jetzt schon schlecht. Also können wir nichts sehen und wir können die Kameraperspektive nicht ändern. Und natürlich meint meine Katze jetzt, wo ich nicht Pause drücken kann, dass wir sie den Kratzbaum benutzen muss. Oh mein Gott. Oh, oh Gott. Was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, ich kann mich auf nichts konzentrieren. Hoffentlich seht ihr ein paar coole Eindrücke von dieser coolen Map, während ich total mich auf das Fahren konzentriere. Oh Gott, aber es ist gar nicht so schwer, glaube ich. Und jetzt sterben wir wahrscheinlich gleich. Oh Gott. Okay. Aussteigen. Während meine Kette eskalieren gerade total, aber wieso, weiß ich auch nicht. Gucken wir uns hier trotzdem noch mal kurz um. Wir mussten gar nicht springen und ich hätte auch nicht gewusst, wie man springt, ehrlich gesagt. Das wäre problematisch gewesen, denn ich habe zwischendurch mal ein paar andere Tasten gedrückt und wir konnten nicht springen. Also von daher... I'm still confused! Okay. Was ist da los? Gut. Oh, wartet. Wartet. So. Wo sind wir? Kommen wir hier an den Anfang oder wo Neues hin? Nein, hier kommen wir an den Anfang. Gut. Das heißt, wir müssen hier raus. Und hier geht's weiter mit einer tollen Lorenfahrt. Oh, und einem... Oh. Können leider nicht mit ihm reden. Das ist so schade. Ich würde die Uhr gerne alle wiederbeleben. Hallo? Zur Werft. Hä? Jetzt bin ich aber lost. Erst what? Ach so, oh Gott, es geht los. Hätten wir zwischendurch irgendwas anderes machen können? Nicht, oder? Oh Gott, urks. Aber wenn es jetzt wieder zurückgeht zur Werft... Hä? Hier, okay, hier kann man eine Abzweigung nehmen. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh Gott. Was ist hier los? Oh!
Ach du Scheiße, ey. Okay. Ach du Scheiße. Wo fahren wir denn hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir hier nicht gerade schon abgebogen? Oh, alter Schwede. Egal, was jetzt passiert, ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Alter Schwede. Holy, zum Glück ist es jetzt urlangsam. Ach du Gott. Ach du Gott. Ist die Fahrt nun endlich vorbei? Okay, wieder ein Jump. Na, wenigstens müssen wir nicht selber springen. Oh, wo sind wir jetzt? Hallo? Noch ein Roboter, der nicht mit uns reden kann. Ein Speicherpunkt. Ein bisschen Loot. Wir könnten hier unsere Herzchen heilen. In was? Endstation Werft? Ach so, dass der... Nein! Oh Gott, ja. Das ist der Hintereingang zur Werft. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Oha, und hier ist jetzt unser Dungeon, den ich schon erwartet habe. Gebieter, wir sind im Inneren der Werft angekommen. Oh, ich hasse meine Stimme, wenn sie krank ist. Nach all der Zeit ist auch hier alles von Sand bedeckt. Ich empfehle dir, im Sand nach Anhaltspunkten zum Schiff zu suchen. Oder hier ist doch nicht unser Dungeon, aber vielleicht doch schon. So, gucken wir mal. Hier wäre ein Dude, mit dem wir reden könnten. Hier sind wir hergekommen, hier sind viele Dudes. Vorsicht, vermehrt Angriffe von Piraten verzeichnet, okay. Wann, was, hallo? Wann ich den Plan für mein Schiff wohl fertig bekomme? Oh, da steht, japanische Zeichen sind das, oder? I think so. Gut, und jetzt sollen wir einfach hier runterspringen, oder wie? Ja. Gut. Wir machen die schon fertig, keine Angst. Solange jetzt nicht hier irgendein Riesenmonster auftaucht, ist das okay für mich. Hä, falsches Item. Ja, dann durchsuchen wir mal den Sand. Müssen wir jetzt echt irgendwie so einen Kilometer Sand wegbuddeln? Oder was ist hier Sache? Gott, ich sehe nichts mehr. Ich bin schon ganz verwirrt. Gott, ich habe irgendwie Angst, dass gleich irgendein Riesenmonster kommt. Ich weiß nicht wieso, Leute. Bitte kein Riesenmonster. Sagt mir, dass einfach kein Riesenmonster kommt, dann wäre das schon okay für mich. Eieiei. Alter, wie viel Sand wir hier abtragen. Okay. Es gibt keine seltsamen Hintergrundgeräusche. Alle Geräusche, die wir hören, sind wir selber. Aber ich höre halt irgendwelche strange Geräusche. Aber ich glaube, das sind wir. Na gut. Oh Gott, Alter. Wie viel Sand. Oh Gott, ich habe mich urschreckt, Alter. Das ist ein Gegners. Nein. Ich will kein Gegner, Leute. Okay, let's go, Leute. Oh oh. Oh, ich komm. Oh Gott, ich bin in einer Ecke. Okay. Oh Gott, 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 nicht sterben. Okay, geschafft. Sieht gut aus. Nein! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh,
erste Hand ab. Sehr nice. Oh Gott, richtig gut. Oh, richtig gut. Wir werden immer besser. Nein. Und ich lobe mich selber und verkack instant. Oh Gott, natürlich verkacken wir gleich noch einmal. Wieso schaffe ich das Timing nicht? Oh Gott, kann endlich seine Hand abfallen? Komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir kriegen gleich wieder Schaden. Ja, Hand ist abgefallen. Oh, was ist jetzt passiert? Oh Gott, ich habe vergessen, wie das ging. Ich habe vergessen, wie das ging. Man musste... Ja, irgendwie so. Oh Gott. Oh Gott, ich habe vergessen, was man tun muss. Wahrscheinlich blocken. Aua. Oh Mann. Wieso? Wo ist er hin? Ah, dort hinten. Okay. Oh Mann. Ist es dein Ernst? Oh Gott, wir haben es geschafft. Bitte keine zweite Form. Und warum wusste ich, dass es hier ein Monster gibt? Also ich wusste das halt wirklich nicht, aber das war halt so ein großes Areal, das, ja. Gibita, es scheint, als sei dieser Ort in den Jahren zu einem Hort des Bösen verkommen. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Okay. Wow. Richtig useless. Gut. Sollen wir jetzt hier noch mehr buddeln oder nicht? Soll man hier buddeln? Ich weiß nicht. Aber mir kam das halt wirklich so vor, dieses riesige Areal. So als muss hier was Böses sein. Okay, ich glaube, das ist Zeitverschwendung. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Gut, was geht weiter ab? Hä? Ah, okay, hier sind wir wieder. Na, reden wir mal mit dem Chefchen. Eine Runde speichern schadet sicher nicht. Gut, gut, gut. So, let's talk about you and me. Nee, was geht ab? Hm, hier ist kein Schiff in diesem Fall. Das ist zwar etwas gefährlich, aber wir sollten direkt zum Piratenversteck fahren. Also, auf geht's. Oha, okay, los geht's. Brechen wir auf. Bzzzt. Okay, das ging aber zackig. Ich habe Angst. Der Boss der Piraten ist furchtbar stark und hat eine Menge Piraten an seiner Seite. Ich würde viel darum geben, ihn nie wiedersehen zu müssen, aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Das Piratenversteck, okay. Gut. Ich bin gespannt. Also los, brechen wir auf. Das Piratenversteck ist einfach so um die Ecke. Finde ich sehr amüsant. Moblins. Okay. Na dann gucken wir mal, was die Piraten so... Ja gut. Ja, wir sind ja schon hier. So. Uhr so einfach neben der Werft. Natürlich ist klar, das Piratenversteck da. Piratenversteck. Ich habe Angst.
Aber wenn man es genau nimmt, leben wir ja alle bereits nicht mehr. Auch ich bin nur wegen des Steins der Zeit in meinem Boot an diesen Ort gelangt. Irgendwie beruhigt mich das. Also Link, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier. Ja, das stimmt halt eigentlich. Also, der ist gar nicht mehr am Leben. Wir speichern natürlich hier auch nochmal. Es sieht sehr gefährlich hier aus. Die Elektrofledermäuse dort oben machen das Leben halt auch nicht gerade besser. So, was sagt denn die Map hier? Links und rechts. Okay, wir gucken uns einfach mal um. So, erstmal ein bisschen. Okay, Bämpchen und ein Herzchen. Zikaden. Und Fledermäuse. Gut. Hier sieht es noch nicht so vielversprechend aus, wenn wir ehrlich sind. Gut, ja, irgendwie. Hä? Hier ist Sand? Oh Gott. Ich hasse Sand, Leute. Okay, hier kommt man auch hoch. Hier ist ein Blob. Hier ist ein Eingang. Okay, okay. Na gut, dann gehen wir doch einfach mal hier rein, oder? Hier dürfte ja niemand mehr am Leben sein eigentlich. Also müsste das hier ziemlich chillimilli sein. Sieh nur, Gebieter. In dieser Vorrichtung befindet sich kein Stein der Zeit. Jedoch besteht eine Wahrscheinlichkeit von 95%, dass es ein ähnlicher Mechanismus wie der in der Renelle-Wüste ist. Ich schätze, dass auch diese Vorrichtung von einem Stein der Zeit angetrieben wird. Aha. Gut, hier ist eine Tür. Gut, also wir werden einfach durch die einzige mögliche Tür gehen. Wobei mir diese Greifhaken hier schon ein bisschen bedenken. Okay. Der Musikwechsel. Aua. Gott, wir dürfen unser Schild nicht kaputt machen. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich glaube, es darf nicht kaputt werden. Wenn es ganz kaputt ist, dann ist es, glaube ich, kaputt. Das wäre sehr, sehr schlecht, glaube ich. So. Es hat sich wieder aufgeladen. Oh. Ah, Feuer ist ganz schlecht, glaube ich. Nein, es ist broken. Wir haben es halt einfach zerstört für immer. Oh nö, wir haben unser Schild zerstört. Was ein Käse. Das finde ich jetzt aber ordentlich kacke. Hi. Okay, wir haben mich getötet. Oh, das funktioniert nicht so, wie ich das gedacht hatte. Na gut, hallo. Oh Gott, Alter.
Ich hatte schon kurz eine Panikattacke. Wo sind wir eigentlich und was machen wir hier gerade? Oh, ein Stein der Zeit. Okay. Sieh nur, Gebieter. Dieses Objekt hier ist eine Kugel der Zeit. Anders als Steine der Zeit kann man sie an verschiedene Orte bringen. Oh. Okay, also wir nehmen das einfach und gehen jetzt, oder wie sieht's aus? Wartet. Okay. Hey, was sagt denn die Map überhaupt? Eigentlich müssen wir doch zurück. Warum sollten wir jetzt durch den ganzen Lavafluss gehen? Egal, keine Ahnung warum. Tun wir es doch einfach. Ja, gut. Ich habe jetzt noch nicht gecheckt, warum wir auf diese Seite lang gehen und nicht auf der anderen, aber okay. Oh Gott, hier ist noch einer. Gut. Aber wir machen es einfach. Vielleicht ist das der wesentlich kompliziertere Weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, also diese Teile habe ich schon wieder vergessen in der Zwischenzeit. Oh, das ist ja auch smart. Okay. Natürlich gönnen wir uns die Kiste mit den 100 Rubinchen. So. Hallo? Was ist der Plan? Ah ja, okay, wenn wir da runterlaufen, dann ist alles easy cheesy. Mit der Kugel ist alles gut. Aber wieso sollten wir woanders langlaufen? Okay. Hä? Das hat ja mal nicht so gut geklappt. Nee, wartet, ich glaube, wir müssen hier lang. Zuerst hier lang. Jo, okay, das sieht doch gut aus. Das sieht doch toll aus. Fantastisch. Haben wir richtig gut gemacht, Leute. Wartet mal. Was? Hä? Also ich habe schon eine Idee, aber ah, okay. Es ist gar nicht so schwer. Ich dachte, wir können vielleicht mit der Peitsche das durch die Gitterstäbe ziehen oder so. Aber nö, ist doch nicht so. Es ist viel einfacher. Okay. Das sieht, ich wollte gerade sagen, ticken zu leicht aus. Aber wie kommen wir da rein? Hallo? Wir kommen da nicht rein. Jetzt euer Ernst? Oh, was ein Käse. Hä? Wie kommt man denn bitte zu dieser Truhe? Das ist ja Ur der Scheiß. Hä? Ach so, wir müssen wieder irgendwo hochklettern oder was? Oh Gott, knapp. Okay. Ich weiß noch nicht, was wir hier tun.
Okay. Aua, das war urdumm. Gut. Hoppala. So. Hä? Ich weiß noch nicht, wie wir weiterkommen. Freunde der Sonne. Ach, hier dahinter geht's weiter. Ah, oha. Okay. Wir gönnen denen, glaube ich, einfach ein Böhmchen. Okay. Jawohl, das hat doch gut geklappt. Alle drei auf einmal. Aua. Das ist unfair. Gut, ist er tot? So, er ist auch zur Reichweite. Aua, das war ja urunfair. Gut. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Gott, noch einmal. Bis wir hier endlich durch sind? Alter. Achso, das war doof. Alter! So. Okay, gucken wir mal, was hier noch so auf uns wartet. Okay, das Vieh. Kein Moblin. Gut. Hä? Warte, was? Was? Hä? Ich bin nur verwirrt gerade. Ach so. Okay. Warte, was? So, was passiert hier gerade? Ja, das ist auch gut. Aber wir können jetzt diesen Stein nicht mehr mitnehmen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das war doof. Das heißt, wir müssen es nochmal runterziehen. Ja. Legen dann den Stein hier hin, warten hier und schieben das hier drauf. Und dann laufen wir hier rüber. Sehr nice. Okay, das hat richtig gut geklappt. So. Was ist hier für ein komischer Ort? Wieso ist hier alles strange im Grunde? Kein Loot, kein Loot. Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Gott, die Folge ist schon wieder viel zu lang, Leute. Scheiße. Wir gehen zuerst in diesen Raum. Oh no. Wartet. Gut. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle eine Spontanpause. Und ich mache einfach gleich weiter mit der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.